Ihre Obacht ist eigentlich das, so ist mit reingerutscht. Also erstmal wichtig ist das Klima, die Leute, die Organisation, die dort ist. Ich denke, niemand Sportler braucht jemand, der einem die Infrastruktur aufstellen, wo sie pushen. Und das war eigentlich meine grösste Motivation. Also die drei, das ist so die Spitze des Eisbergs. Das sind die, die man jetzt heute sieht und die man kann wertschätzen kann, mal öffentlich. Aber es ist eigentlich stellvertretend da für alle über 700'000 Volunteers, die jedes Jahr in der Schweiz ihre Arbeitszeit zur Verfügung stellen, gratis. Und insofern haben sie natürlich, hätten sie alle Wertschätzung verdient, aber das ist leider nicht immer möglich. Ich war schon ganz manchmal als Volontär aktiv. Es hat früh angefangen, ich war in einem Volleyballverein aktiv. Als Volontär in allen möglichen Funktionen, als Vereinspräsident, Trainer und so weiter. Das Lustigste, also ich denke, unter der Hälfte haben wir es generell immer lustig, vor allem wenn wir ein eingeschweißtes Team sind. Das letzte Jahr war etwas anderes, was schön war. Weil ich habe dort meine Freundin kennengelernt am einen Eventanlass. Ja. Und ich bin einmal eingeladen worden an einem Ort, wo der Simi Amon war. Ja, haben wir können reden miteinander. Ich bin noch nie an einem Tennisturnier oder so gewesen. Emil Scherer. Ich finde es eine Ehre und ich bin stolz, dass wir hierher kommen durften.